So, gut gelandet in Oslo und ja, jetzt werde ich gleich abgeholt und dann werden wir halt ein bisschen Sightseeing machen. Bin schon mega gespannt, triff jetzt auch noch die anderen zwei Mädels, die morgen im Shooting dabei sind. Und ja, ich bin gespannt, was es da vor allem so zum Essen gibt, weil jetzt habe ich schon einen ordentlichen Hunger. Außer den Salat vorher habe ich eigentlich heute noch nichts gegessen. Und ja, es ist jetzt übrigens 16 Uhr und um 11 Uhr bin ich in Graz losgeflogen. Habe ich in Amsterdam umsteigen müssen, aber es war alles voll entspannt und ja, auf geht's. So, angekommen in Norwegen. Wir haben uns jetzt Kaffee geholt bei Joe and the Juice. Und jetzt geht's weiter. Wohin fahren wir, Daniel? In die Stadt. Wir fahren jetzt in die Stadt. Und ja. Es ist mega schön da, was ich bisher gesehen habe. Bin schon echt gespannt auf die Stadt. I'm not paid by them. Found my dream man. We have Barbel ice cream. Oh my gosh. Oh my god, what's the best one? Oh my god. I think these. At the Bootshaus in they are weird people though. Stopp, wir schauen uns die Stadt von oben an. Es ist ja nicht sehr groß da, aber wunderschön. Alles voll modern. Meet my girl, Guzje. Is it right? Yeah, it's fine. Okay. And Daniel. Schaut mal, was da cooles gibt. Die gibt es bei uns gar nicht. Und schaut euch das mal an. So, wir haben jetzt endlich was zum Essen gefunden. Und zwar Hühnchen und richtig gutes Brot. Oh mein Gott, das Brot schmeckt so, so, so gut. Und ja, mach mir da jetzt mal so Wraps. Essen war gut, Food Baby ist da. Und ich glaube, wir müssen jetzt noch in den Supermarkt wegen Eiscreme. Oder? Okay. I try this. With caramel. Let's go. Nom nom. Okay Leute, so schaut das aus. Oh boy, McFlurry. Jetzt kommt der ultimative Geschmackstest. How is it? It's amazing. Yeah? Oh my god. Perfect. Yeah. Why don't we have that in Austria? I don't know. I don't live there. But we also, nah. Okay. So, ich bin jetzt im Bett und voll gegessen und glücklich und ja, bin jetzt schon duscht und fertig fürs Bett. Es ist jetzt eh schon 11 und für morgen ausschlafen fürs Shooting. Morgen geht's schon ganz früh los, frühstücken und dann eben herrichten und dann Shooting am ganzen Tag. Bin schon mega gespannt und habe heute auch schon ein paar Modelle von den neuen Fit Jeans gesehen und ja, freue mich, den morgen anzuprobieren und generell einfach hier. Die Christina kommt ja morgen auch noch. Ich verstehe mich mega gut mit der Goose. Sie ist genau gleich wie ich. Verfressen und trainiert gern. Ja, und ein bisschen verrückt. Ja,
Also, wir hören uns morgen und gute Nacht. Good morning. Also, wir haben gut geschlafen. Machen wir uns jetzt fertig fürs Shooting und ja, wir machen Make-up und war selber. Bei mir steht Kletten am Programm und dann eben Make-up machen. Willkommen beim Frühstücksbuffet. Oh mein Gott, das ist riesig und schaut so cool aus. Schaut euch das mal an. Entscheidung war schwer. Ich habe da jetzt so einen ganzen Gemüse-Teller genommen und Brot, Eier, Schinken, Kaffee und frisch gepressten Orangensaft. Frühstück erledigt. Es war mega lecker und wir sind jetzt da fertig im Auto. Und jetzt geht's los. Wir haben jetzt Aloni Christina abgeholt. Say hi. Hello. Having breakfast and now we're picking up the photograph. Und dann geht's los. Mittagspause! Es gibt Brötchen und Christina hat unwrapped und tada! You don't have anything. At this. Das schaut so gut aus. Ich glaube, das hat irgendwas mit Karotten zu tun. Es schüttet jetzt so, wir suchen gerade eine Location und ja, also jetzt im Inneren, weil es schüttet. Okay Leute, es gibt da ja ganz andere Noko-Sorten wie bei uns und es gibt einfach Noko-Eiscreme. So Eis hat genau 20 Kalorien, also mega cool. Und ich werde jetzt das Blaubeeren-Noko probieren. Das gibt es bei uns nämlich auch. Es ist so gut, Leute. Es hat nur 20 Kalorien. Also ihr könnt
davon 100 jeden Tag essen und wäre noch immer im Kaloriendefizit. So, das Wetter ist jetzt wieder ein bisschen besser und wir sind jetzt wieder draußen beim Shooten. Und ja, ich zeige euch jetzt auch mal kurz da unser Shooting Location. Es ist einfach alles so schön und cool da in der Stadt. Für heute und ich bin verliebt. Oh mein Gott, wie cool ist der Jogginganzug. Der kommt übrigens erst irgendwann raus, aber ich liebe sowas. Perfektes Travel ins Fitnessstudio und werden heute irgendwas trainieren. Mal schauen. You motivated girls? You told me to tell you for workout. Soon to be. Yeah. Just gonna have some knocko and then it will be. Same for me. Ich werde das Carnival Exotic probieren. Das kenne ich noch nicht. Carnival one. Oh yeah. I'm gonna try that. Und sag euch dann, wie es schmeckt. Also dieses permanente Wechseln zwischen Englisch und Deutsch ist nicht so einfach. Aber ich freue mich aufs Training. So, Christina und ich werden jetzt gemeinsam Beine trainieren und ich wollte euch vorher nur das Outfit zeigen. Das ist aus der neuen Smiderdogs-Kollektion und mein absoluter Favorit, vor allem die Hose. Oh mein Gott, schaut euch die mal an. Voll im Beintraining. Die Christine und ich filmen das jetzt auch für Instagram mit, also ich werde es dann dort hochladen. Und ich habe zum ersten Mal 60 Kilo Front Squat gemacht und das, obwohl ich voll fertig und unaufgeschlafen bin. Yes. Also, meine Kraft geht aktuell wirklich steil bergauf. Mega cool! So, wir haben es jetzt frisch gemacht im Hotel und jetzt geht's auf zum Essen. Wir sind mega hungrig. We're so hungry. We're I'm so hungry. Starving and yeah. We're looking forward to Asian food. Und es war echt besonders cool, weil zwischen den Gängen war immer so Zeit
und das hat es quasi einfach besonders gemacht. Also es war jetzt kein typisch asiatisches Essen. Also es war echt lecker. Es ist jetzt mittlerweile schon fast 12 und ich bin echt so müde, das war richtig anstrengend. Und freue mich auf jeden Fall aufs Bett und ich habe morgen schon ganz gut. So, wir haben es jetzt 1 Uhr und ich bin jetzt endlich im Hotel. Ich bin komplett kaputt vom Tag einfach. Es war echt anstrengend. Sehr produktiv. Ich weiß, so Shootings wirken nach außen hin vielleicht immer ja, entspannt und lustig. Aber im Endeffekt ist es einfach voll stressig. Man zieht sie die ganze Zeit um. Und ja, aber es hat voll Spaß gemacht. Ich bin voll gespannt auf die Fotos. Und ja, hat mir auch mega gefreut, die Christina wiederzusehen. Und die Guse habe ich jetzt ja besser kennenlernen dürfen. Und wir verstehen uns auch mega gut. Also es ist immer toll, wenn man sie da irgendwie verbinden kann mit der gleichen Leidenschaft. Und ja, bin sehr dankbar, dass sie da sein habe dürfen. Das wird jetzt eine kurze Nacht, weil um 4.45 Uhr geht es auf zum Flughafen und ja, dann wieder zurück nach Graz über Amsterdam und ja, dann bin ich nicht lange daheim, weil nächste Woche geht es auch nach Amsterdam und diesmal zwar wirklich zum Urlaub machen mit meiner Mama und ja, wenn ihr Lust habt, mache ich dann natürlich auch gern einen Vlog. Also ja, lasst es mir einfach wissen, ob euch das interessiert und ja, ansonsten hast jetzt für mich gute Nacht, weil ich bin einfach nur mir. So, Dala, also jetzt geht's auch nach Hause und während meinem Flug werde ich das Video schneiden, das ihr gerade anschaut. Ich hoffe, der Vlog aus Oslo hat echt gefallen und ja, freue mich über einen Daumen und ein Abo von euch und wie gesagt, ab jetzt jeden Sonntag um 19 Uhr ein neues Video von mir über Ideen, freue mich und wir hören uns bald wieder.